Heutzutage haben wir Verträge für die unterschiedlichsten Dinge. Handy, Internet und Telefon, Strom und Gas, Pay-TV, Streaming, um nur einige Beispiele zu nennen. Dort den Überblick zu behalten ist schwer. Mit der App Bencho Box soll das einfach und übersichtlich möglich sein. Habt ihr all eure Verträge hinzugefügt, zeigt euch Bencho Box ganz einfach eine Übersicht über eure aktuellen Kosten im Monat. Durch die Aufteilung in die unterschiedlichsten Kategorien könnt ihr euch auch anschauen, welchen Kostenblock der größte ist und wie viel ihr dort im Monat bezahlt. Außerdem gibt es eine Übersicht, wie viele Verträge ihr aktuell habt und was als nächstes ansteht, beispielsweise wenn eine Kündigung zu erfolgen hat. Um einen neuen Vertrag hinzuzufügen, klickt ihr einfach auf das Plus. Dazu wählt ihr als erstes eure Kategorie aus. In diesem Fall nehme ich jetzt einfach mal Pay-TV. Ihr tragt den Anbieter ein, in diesem Fall beispielsweise mal Sky. Ihr sagt, wann ist der Vertragsbeginn? Ich nehme jetzt einfach mal den 1. März. Sagt, wie lange geht der Vertrag? Beispielsweise 12 Monate. Welche Kosten habt ihr pro Monat? Was ist die Kündigungsfrist? Und ihr könnt auch einstellen, ob ihr benachrichtigt werden wollt, um den Vertrag entsprechend fristgerecht zu kündigen. Außerdem könnt ihr ein Foto hinzufügen von eurem Vertrag und euch wird das errechnete Kündigungsdatum angezeigt. Außerdem könnt ihr optional auch noch Kundennummer und Vertragsnummer hinzufügen. Das ist vor allem dann interessant, wenn ihr später den Vertrag kündigen wollt. Dies übernimmt BenjoBox nämlich kostenlos für euch, indem es Musterkündigungen bereitstellt und automatisch mit euren Daten füllt. Ich klicke jetzt auf Vertrag anlegen und schon wurde mein Vertrag gespeichert. Zusätzlich zu den vier Verträgen, die ich jetzt hier schon angelegt hatte, ist nun noch der fünfte in Bezug auf Sky hinzugekommen. Direkt wird mir in meiner Übersicht die aktuellen Kosten angezeigt. Der neue Block Pay-TV schlägt hier mit zu Buche und mir werden die aktuellen Kosten sowie die Gesamtkosten angezeigt. Bencho Box bietet euch noch zahlreiche weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel die angekündigte Vertragskündigung. Ihr wählt einfach den Anbieter aus, den ihr schon eingetragen habt. Ich nehme jetzt einfach mal Yellow Strom. Ihr könnt jetzt eure Adresse hinterlegen, die dann auch gespeichert werden kann, damit ihr dies nicht nochmal wiederholen müsst. Außerdem wird bereits ein Mustertext eingefügt und, falls ihr das bereits angegeben hattet, eure Kundennummer und die Vertragsnummer. Außerdem könnt ihr ganz einfach mit eurem Finger unterschreiben. Dazu fahrt ihr einfach mit eurem Finger über den Bildschirm, übertragt eure Unterschrift und schon ist eure Unterschrift in der Kündigung und es kann ganz einfach abgeschickt werden. Alternativ könnt ihr auch nochmal als PDF speichern oder eine Kopie an euch selbst versenden. BenjoBox macht es euch also wirklich ganz einfach, Verträge zu kündigen und dabei auch hinzuweisen, wann ein Vertrag endet. So verpasst ihr keine Kündigungsfrist mehr. Des Weiteren findet ihr hier auch eure Vertragsfotos und könnt weitere Einstellungen vornehmen, beispielsweise zu eurem Profil, wenn sich eure Adresse ändert. Endlich Übersicht im Vertragsdschungel mit BenjoBox.